Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play in World of Tanks. Ich fahre heute den französischen leichten Panzer Renault R35 auf der Karte Himmelsdorf. Und jetzt muss ich erstmal durch den Verkehr hier durch. Ich versuche über die 1er, 2er, 3er Linie, je nachdem wie sich das ergibt, Richtung gegnerischer Basis vorzurücken. Und der R35 ist nicht der schnellste. Von daher, wenn ich mich für eine Richtung entschieden habe, muss ich dabei bleiben. Ein Flankenwechsel ganz rüber auf die andere Seite ist quasi unmöglich. Aber wenn man sich für eine Seite entschieden hat, dann geht das doch ganz gut mit dem Panzer. Da ist ein Panzer 2, ein L640. Stehen aber alle gut gedeckt hinter den Häusern. Mal sehen, ob ich weiter vorrücken kann, um die dann von der Seite sozusagen anzugreifen, wenn sie sich denn hier raustrauen. Links ist ein T-60 zu sehen. Und ich glaube, was ist das da drüben? Ich glaube, auf dieser Seite habe ich dann doch mehr Glück. Jetzt ist der T-60 gerade weggefahren, hat sich in Sicherheit gebracht. Drüben ist ein M2 Light. Ich konnte ihn anvisieren, aber er steht hinter dem Brunnen, da komme ich nicht dran. Dann ist immer noch der T-60 da. Steht da. Abgeprallt. Und da ist er zerstört worden. Noch keinen Treffer untergebracht. Und da drüben ist auch zerstört. Hinter mir ein T-7 Car. Aber der wird von drei Panzern behakt. Da ist ein Panzerjäger 1. Und hier kommt ein Panzer 2. Hat mich wohl nicht gesehen oder nicht beachtet. Und endlich mein erster Treffer. Jetzt ist er hinter dem Schutthaufen in Sicherheit gegangen. Hier ist ein M2 Light. Macht unserem T7K die Hölle heiß. Ah, jetzt habe ich vorbeigeschossen. Aber der hat getroffen. Ah, der Schuss ging in den Schutthaufen. Und da hat der M2 Light den T2 Light ausgeschaltet. Beachtet mich aber nicht. Und von links werde ich beschossen. Da steht ein Light Tank Mark 6. Kommt durch mich aber nicht durch. Und die Nachladezeit des Light Tank Mark 6 ist sehr lange. Ich kann einfach stehen bleiben. Knappe 20 oder etwas über 20 Sekunden braucht der Light Tank Mark 6, um nachzuladen. Und das konnte ich ausnutzen, um ihn abzuschießen. Und da drüben ist der M2 Light. Steht kein Panzer mehr. Vielleicht kommt er ja rausgefahren hier. Ich bin zwar nicht durchgekommen, aber einen kritischen Schaden. Und dann steht da ein LTVZ-35. Tschechischer Panzer. Oh, da hat er mich wirklich getroffen. Er hat an mir vorbeigeschossen. Und dann kommt mir ein TKS zu Hilfe. Jetzt trifft der LTVZ-35 mich doch sehr gut. Und mit Hilfe des TKS ausgeschaltet. Dann ist da links ein FCM-36. Ah, der ging nicht durch. Zwei Treffer. Ah, der ging nicht durch. Abgeprallt. Ja, und Verfolgung mit dem Renault R35 ist schwierig bei seiner Geschwindigkeit. Und da ist
der Panzer auch zerstört. Der FCM 36, dann fehlt noch der L640, der italienische leichte Panzer. Links steht da auf K4. Da steht er. Ich konnte ihn anvisieren. Er kam durch mich nicht durch. Da kriege ich noch einen Treffer unter. Das muss ich doch mal manuell anwählen hier. Ah, da war er zerstört. 15 zu 10. Das war der Renault R35 auf der Karte Himmelsdorf. Eine WN8 von 3.929, Damage von 628 und 2 Kills. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Und ansonsten hören und sehen wir uns im nächsten Video wieder.